Im Fall der derzeitig völlig überfüllten Landeserstaufnahmestellen für Flüchtlinge will die Bundesregierung die Länder entlasten. Bei einem Treffen von Bund und Ländern gestern Abend in Berlin sei diesen angeboten worden, 40.000 weitere Plätze für Erstaufnahme von Flüchtlingen zu bauen und diese auch selbst zu betreiben. Hinzu sollen demnach auch zwei Feldcamps kommen mit je 5.000 Plätzen. In diesen sollen neue Asylsuchende erst registriert und erst danach auf die Länder verteilt werden. Die Länder hatten zuvor die komplette Übernahme der Kosten für erst ankommende Flüchtlinge durch den Bund gefordert.